Juhu, da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge. Weiter geht's. Let's play Stranded Deep. Und ja, was haben wir heute vor? Gute Frage. Wir sind ja gerade hier dabei, unser Häuschen zu bauen. Und hatte ich die nicht in der letzten... Ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich die nicht in der letzten Folge schon irgendwie vernichtet? Oh Gott, komm mal auf zu rascheln. Mir ist aufgefallen, dass man mich in der Folge 3, wo es so regnet, nicht mehr so perfekt hören kann. Ja, sowas fällt mir natürlich leider auch immer erst nach den Aufnahmen auf. Tut mir leid, deswegen werde ich mal versuchen, in Zukunft darauf zu achten, irgendwie. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, der Regen war echt überlaut. Palmen. So, was haben wir denn hier? So, Stickies? Was können wir machen? Kämpfer? Ja, nein, will ich nicht. Ah! Und Dame. Ah! Ach ja, Rechtsklick. Ah, ich werde es nie rallen. So, was können wir bauen? Wall. Hübsch. Was haben wir denn jetzt verbraucht? Können wir noch was? Nee, Support. Ah, Support? Nee, wir brauchen. Der Baum muss weg. Ich weiß auch schon welcher. Und zwar der, der so behindert hier bei uns ins Haus reinschaut. Oh nein. Nein. Ach komm schon. Ja. Gut, also wie wir dann gerade feststellen, man kann natürlich keine Bäume kaputt machen, sondern nur Palmen. Krabby. So. Wir wurden lange nicht mehr besucht von unserem lieben Fischi. Der kleine Hai. Irgendwie ist er nicht mehr rumgekommen. Er hatte wohl etwas Angst. Ha. Ich versuche. Fick dich. Nein. Und Leute. Was heißt Leute? Du, ja genau du. Du hast definitiv vergessen, mir einen Kommentar zu hinterlassen. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wo mein Knife ist. Wo habe ich das hingeschmissen, Mann? Piep? Piep? Was ist los? Oh, ich muss mal was essen und was trinken. Die Buddelwatter. Water! Die haben wir hier hingelegt. Mit unserem rein abgekochten Wasser. Und wir haben sogar noch ein bisschen was übrig. Wie sieht's aus? Anzeige sagt super. Das Ding mal leer machen. Ah, ist leer. So, ich habe da jetzt extra links und rechts was nebengelegt, damit das Item nicht der Meinung ist, hier einfach wegzukullern. Werde ich es jemals verstehen? Und die Frage ist, seht ihr gerade die Meldung auch, die unten rechts angezeigt wurde, dass mein Server gerade die Sachen hochlädt und... Naja. Hierauf, darauf. Ich glaube, mehr Seile brauchen wir aktuell gar nicht. Die legen wir mal hier hin, unsere Seile-Ecke. Und Hunger. Haben wir noch Durst? Nee, eigentlich nicht. Ich verzichte jetzt auch mal drauf. Aus. Es wird besser. Können wir uns doch tatsächlich mal das Trinken sparen? Mach ich gleich noch eine zweite. Komm, schmeiß weg den Hoshi. Also was uns auf jeden Fall ausgegangen sind, sind die Steine. Ich werde auf jeden Fall wohl heute auf eine andere Insel reisen müssen und werde wohl irgendwie
Steine suchen. Ich frage mich tatsächlich, aktuell sehe ich glaube ich 1, 2, 3. Ich glaube, dahin war noch irgendwie eine. Vier Inseln, glaube ich, waren das. Und da stellt sich mir doch die Frage, genau hier ist die vierte. Wenn jetzt überall 5 Steine liegen, war es das dann danach? Kann ich dann nie wieder was bauen? Ich meine, ich möchte ja bestimmt nachher überall so ein Campfire stehen haben, ne? Auf jeder Insel, damit ich auf jeden Fall auch was essen kann, weil nur Kokosnüsse ist ja, schmeckt ja irgendwie auch nach der Zeit nicht, ne? Gefällt mir nicht so. Ich liebe diese schwebende Axt. Ich komme mir so göttlich vor. So, dann Paddel haben wir noch hier, unser kleines Schiffchen. Geht auch hier rum. Werden wir nachher mal ins Wasser ziehen. Oh, es wird wieder Nacht. Vielleicht vorher nochmal den Eimer voll machen und abkochen. Da wir in der Nacht eh das Feuer brauchen. Perfekt. So, wir brauchen Palmen. Wir müssen leider tatsächlich alle Palmen killen hier. Aber bis jetzt sind auch keine Kokosnüsse mitgewachsen. Hauptsache, wird immer größer. Komm, Wachspalme. Wachse. Scheiße, da kriegen wir nun echt wenig raus, ne? Das dauert damit ganz schön lang. So, 4 Stickies. Oh, schmeiß wieder weg. Meine Güte. Ich bin auch nicht lernfähig, finde ich echt nicht, ey. Es wird hübscher und hübscher. Ups. Oh, immer die falsche Taste. Leute, das tut mir so leid. Oh, schon wieder die falsche Taste. Malo. Nö, kann ich nicht benutzen. Verbirgt sich noch irgendwas hinter diesen Hübschsteinen? Nö. Bei dem Schiffswrack waren wir schon. Oh, Fischi! Da hinten schwimmt ein Hai, es ist so weit. Ich guck auch weg. Na komm, schlag dich an. Ich hab Angst. Hä? Hä? Boah, das geht hier aber auch tief runter, du. Meine Jüde. Steh auf! Du sollst aufstehen! Bussa. Schwebt eine Koralle so komisch in der Luft. Das sah gerade irgendwie aus wie so ein Grinsenhai. Da ist er. Aber er schwimmt schon wieder weg. Sie scheinen noch nicht so interessiert an mich zu sein. An mir, an mich, an mich. So. Wir haben noch 1, 2, 3, ich glaube 4 Palmen. Na komm, ich habe gar keinen Bock so weit zu laufen. Ich war noch gar nicht fertig mit Essen, ne? Sehe ich gerade. Ich habe auch schon wieder Durst. Eigentlich dachte ich eben, es wird Nacht. Komisch.
Ja, dieses Spiel macht wirklich süchtig und es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also es gefällt mir wirklich, das mit euch hier so durchzuzocken. Was heißt durchzocken? Ich weiß gar nicht, ob es hier jemals ein Ende gibt. Es ist ja ein Early Access Spiel. Und vieles, vieles wird ja nachhinein erst reingepatcht. Und ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hingeht, was es tatsächlich alles gibt. Ich weiß nicht, ob es Waffen gibt jetzt. Irgendwie Schusswaffen oder was man sich alles craften kann. Vielleicht Pfeil und Bogen. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch irgendwann noch andere Tiere, außer Haie oder Fische, Krabben, was weiß ich, gibt, die man vielleicht noch fangen kann. Ich bin der Meinung, letztens einen Wal gesehen zu haben. Zumindest. Oder es war ein verdammt riesiger Hai. Vielleicht so ein weißer Hai? Ich weiß es nicht. Komme ich gerade nicht an. So, das Hämmerchen in die Hand nehmen. Wir brauchen noch eine Wand. Oh, du blödes Bett. Ja. Wir brauchen. Ich schwimme. Ja, ich glaube, ich bin Superman. Ja, gut, vorher war mein Plan, hier drüber reinzukommen. Kann ich springen? Kann ich klettern? Kann ich in die Luft schwimmen? Gut, ist natürlich auch eine Strategie. Das ist ein okay, sehr gut. Das nenne ich auch mal Eingang. Und mich nerven wirklich diese verkackten Blätter. Wie wäre ich dir denn los? Warum? Ich dachte, ich kann das. Ah. Ich habe doch wirklich gedacht, ich kann den Scheiß noch abholzen. Blödes Ding. Oder will ich das noch erweitern? Wir setzen mal eins drauf. Einfach weil es süß ausschaut. Mit diesen wunderschönen Blättern, die da durchschweben. Seile, Stöcker, Seile, Stöcker? Eigentlich müsste ich doch. Ich weiß es nicht. Nimm einfach ganz viele mit. So würde ich mir zumindest in der Wildnis eine Leiter bauen. Mit ganz vielen Seilen und ganz vielen Stickies. Palmwedel. Ja, die würde ich da nicht rumbinden. Das macht keinen Sinn. Wir haben gleich kein Holz mehr. Und auch keine Scheiß. Naja. War da gerade ein Hai? Nee, habe ich mich verguckt. Ich kletter mit dem Bäumelein auf das kleine Steinchen. So. Das ist so zum Genießen, finde ich. Es sieht so wunderschön aus. Die Sonne spiegelt sich in meiner Axt. Und wir brauchen noch eine Leiter zu unserem Unterschlupf. So, mal schauen, ob das schon reicht. Wahrscheinlich brauche ich mehr, weil 4 Sprossen. 5 Sprossen. Nee, ich kann noch nichts craften. Boah, das braucht ja ganz schön viel Holz. Und ich weiß nicht, wie oft das nachwächst. Also ich sehe das halt nur so. Natürlich gibt es noch andere Inseln und da werde ich ja auch hingehen. Zwangsweise. Aber. Oh, da hat schon wieder weggeschmissen.
Aber trotzdem stellt sich mir die Frage, wenn das Holz natürlich so extrem langsam nachwächst und ich auf jeder Insel 5 Bäume habe, tja, dann habe ich bei 5 Inseln 25 Bäume. Und danach ist Ende oder? Wie schaut's aus? Ach, scheiße, ich brauche hierfür Holz. Wir gucken jetzt aber erstmal. Erstmal muss ich gucken, ob ich was. Kann ich immer noch nicht. Ups. Das ist doch verflucht. Ich muss doch irgendwie. Oh, du blödes Hammerding. Ich werde es nicht lernen. Ich werde es nicht lernen. Ich bin einer der dümmsten Menschen. Ich werde es nicht lernen. Es tut mir leid. So, gut, scheiße. Gibt es gar keine Leitern? Muss ich da jedes Mal reinschwimmen? Oder ich baue mir einen Tritt. Was aber nicht geht, weil das Feuer, glaube ich, im Weg ist. Ich habe ja noch mehr. Jetzt sag mir doch nicht, dass ich hier 1000 Hölzer verbrauche dafür. Ich brauche doch noch Stickies. Er hat es schon wieder getan. Wo bist du? Da ist die Axt. Hammer. Foundation. Also mehr kann ich doch nicht brauchen, oder? Ich kann doch nicht noch mehr Seile brauchen. Ich meine, ich habe hier noch. Hier ist eine scheiß Kokosnuss. Damit werde ich wohl, glaube ich, keinen. Ein Campfire. Eine Foundation. Schade, ich hatte gehofft, dass es irgendwie. Hast du vielleicht eine Idee, wie man das bauen könnte? Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie. Oh, brauche ich Supports dafür? Ich kann jetzt aber auch nur noch Foundations bauen, ne? Eben konnte ich da noch mehr bauen. Oder nicht? Vielleicht muss das ja auch alles. Oh, das wird es wahrscheinlich sein, sowas richtig Stumpfes dann. Mal gucken. Wahrscheinlich muss es alles in der Nähe hier liegen. Schleppen das mal vors Haus. Vielleicht verbindet sich das dann nämlich mit dem Haus. Hier ist ja vieles so aneinander gekettet. Man sieht das ja schon mit dem Aufeinanderschmeißen. So, mal gucken, was wir gleich bauen können. Hammer? Nee. Hammer? Steps. Ha! Ja, Baby. So will ich das sehen. Sehr nice, sehr nice. Das ist doch top, dass das funktioniert hat. Ah, da hätte man drauf kommen müssen jetzt hier erstmal. Das ist ja auch. Was habe ich jetzt verbraucht? Nur Stickies wahrscheinlich, ne? Ich baue das jetzt erstmal nicht größer, weil ich brauche einige Hölzer. Brauche ich für mein Feuer. Ah, jetzt habe ich das Ding auch noch eingesammelt. Also ich denke mal, das reicht für die Nacht. Haben wir das Ding? Gucken wir mal gleich. Dann werden wir da mal auf eine andere Insel rüberreiten. Mit unserem wunderschönen Boot. Ich hoffe, das hält. Ich weiß nicht, was die. Ich habe echt keine Ahnung, wie die Dinger drauf sind hier, die blöden Haie.
Ich meine, ich würde mich als Hai jetzt nicht so beeindruckt fühlen hier von so einem Schlauchboot. Ich würde da einmal genüsslich reinsnacken. Ja, und dann ist das Thema auch vorbei, ne? Nein. Ja. So, wir werden uns jetzt hier einmal voll heilen, bevor wir die Insel verlassen. Obwohl, vielleicht ist da noch ein Schluck drinne. Waren das da gestern noch mehr Krabben? Knusper, knusper. Nimm mir ein paar Tomatoes. Potatoes. So, hier verschwinden noch Igel alle im Loch. Ich muss halt auf jeden Fall was nehmen. Am besten, was ich stacken kann. Ich habe ja mal die Viererstapel. Ich muss überlegen, was ich wirklich mitnehme. Ob ich die Machete mitnehme oder. Oder die Axt. So eine Lampe brauche ich auf jeden Fall nicht. Kann ich die in mein Haus schmeißen? Tatsächlich. Und sie wackelt und wackelt und wackelt und wackelt. Süß. Süß. So, ich hoffe, diese Pflanzen gibt es nachher auch drüben. Ich werde jetzt hier erstmal in die Krabbenecke meine Potato schmeißen. So, Krabby, jetzt ist es vorbei mit dir. Den machen wir mal weg, damit er nicht so stört. Habe ich das Ding bis jetzt überhört oder gab es noch keines? Ah, jetzt. Sehr gut. Wo kommen die Palmwedel hin? Hatte ich da nicht auch eine Ecke für? Palmwedel. Super aufeinander gestapelt, das muss man erstmal jemandem nachmachen. Und nächste Krabbe ran. Und meine ist doch jetzt. Ah, ist eine gute Frage. Cocked. Cooked, cooked. Sie ist fertig. Die Flunge habe ich noch. Oh, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr brauchen, wahrscheinlich, als ich doch lieber. Sie ist schon wieder nachgewachsen. Sehr gut, weiter so. Wo war die andere hier? So, Essen haben wir genügend mit. Ich werde gleich noch ein. Lass ich den Eimer hier? Ich werde wahrscheinlich nicht nochmal einen Eimer finden, ne? Ich muss ja irgendwie was. Ich weiß es nicht. Schmeiße ich mal in die Ecke. Habe ich meine Machete mit? Habe ich einen Hammer mit? Feuerzeug brauche ich zum Anzünden. Oh. Ich hoffe einfach, dass drüben wird es noch irgendwas zu essen geben. Ich werde jetzt mal kaum Essen mitnehmen.
Wollte ich essen. Jetzt habe ich wieder Durst. Das ist doch ein Teufelskreislauf hier. So, ich werde mir das jetzt hier vorbereiten, falls ich auf den letzten Drücker hier ankomme, kurz vorm Sterben. Dann habe ich fertiges Wasser. Hier vorne habe ich Essen. Trinkbar. So, dann habe ich gleich was zu trinken. Den Hammer, dafür brauche ich wieder... Ich will mir nicht unendlich Hammer machen, das ist das Problem. Wenn es wirklich nur so wenig Steine gibt, möchte ich die nicht unnötig verbrauchen. Andererseits kann ich auch nicht 1000 Sachen mitnehmen. Ich könnte sonst 4 Steine, 8 Steine tragen. Vielleicht auch 12, aber ich brauche ja auch Holz. So, was ist... Ah, und ich muss ja die Trinkflasche mitnehmen. Scheiße. Vielleicht bauen wir ja drüben erstmal gar nichts, sondern wir schleppen die Sachen nur hierher. So werden wir es machen. Ach scheiße, die brauchen noch das Paddel. Ah. Bleibt da liegen. So, ich musste mich entscheiden. Ich muss so wenig Stuff mitnehmen wie möglich. Oh, wir speichern das Game lieber nochmal. Wer weiß, was da auf uns lauert im Meer. Und dann würde ich sagen, die Insel hier drüben. Und wir kennen unsere Insel. Wo dran? Ah, welches näher dran? Das ist so ein Ding, ne? Wie ich es drehe, ne? Lol. Wenn ich es also drehe, ist die ganz nah dran und die und... Ach, wir versuchen es mal noch. Na komm. Na komm mit. Oh, ich hänge dran fest. Bisschen essen wenigstens mit. Na klar. Das war doch klar. Du verkackter Hai. Das sind 2. Das sind 3. Ich hasse euch. Hier unten ist noch ein Schiff. Oh, ist das ein angenehmes Geräusch. Wir schwimmen auf dem Meer zur nächsten Insel, yeah.
Gib Gas mit deinem Powerpaddel. Durchs Boot durchgepaddelt. Ich höre wieder diese Musik. Ich glaube, hier ist ein Hai. Ich glaube, hier hatten wir gerade einen Map-Wechsel, habe ich so das Gefühl. Es hat einmal kurz so ein Bildwechsel gegeben, ne? Sah irgendwie komisch aus. Ich könnte jetzt unsere Insel nicht wiedererkennen. Wir müssen gleich irgendwie was fallen lassen. Oder wir lassen das Boot genau auf der Seite, so dass wir immer wieder zu unserer Hauptinsel zurück können. Gott, ist das weit weg. Wir haben Propeller bei uns liegen. Dann gibt es doch bestimmt auch irgendwie motortechnisch irgendwas. Aber ob wir das hier reingebaut kriegen in diesem kleinen Paddelbötchen? Ah! Digga, was ist er denn? Mami! Scheiße, war das Ding groß. Was war das? Ich will hier raus aus dem Wasser. Ich fühle mich hier nicht gerade besonders. Schon wieder so ein Bildwechsel. Ich fühle mich hier nicht gerade besonders sicher, muss ich sagen. Oh, die Insel verändert sich irgendwie. Es scheint wirklich nur so zu sein, dass das ein Bild ist, irgendwie so am Horizont. Ich glaube, ich höre einen verkackten Hai hinter mir. Ich glaube, ich habe was schnappen hören. Ich will mich aber auch nicht umdrehen. Vielleicht werden wir gleich schneller, wenn er hinten reinbeißt und die Luft entweicht und macht so. Und dann gehen wir Fullspeed nach vorne. Hallo, Mini-Fischis. Oh, ist das ein nerviges Geräusch. Ach, Leute. Das magische Paddel. Oh, mega geile Riffe hier vorne. Was ist das da Großes, ey? Oh, es gibt Kokosnüsse. Sehr gut. Na, kommst du mal mit? Ups. Irgendwie will er nicht. Hier, komm. Nicht, dass du mir wegschwimmst. Das wäre das Letzte, worauf ich Bock hätte. So, das Paddel brauche ich gerade nicht. Hat uns das viel gekostet? Oh, ein bisschen trinken, ein bisschen essen. Yucca brauche ich gar nicht aufsammeln. Hä? Da hinten ist auch schon wieder so ein Schiffswrack. Sticky, sticky Steine. So, ich bin mal gespannt, wenn wir nachher zurückkommen auf unsere Insel. Na, sonnt ihr euch schön? Survival. So, ich bin mal gespannt, wenn wir nachher zurückkommen auf unsere Insel. Ob dann irgendwas neu gespawnt ist. Wird die neu geladen? Weil sonst sehe ich echt ein Problem mit den Steinen. Ich glaube, das ist unsere Insel, oder? Das ist unsere Insel? 1, 2, 3, 4, 5?
6? Gott, wie soll man sich hier zurechtfinden? Ich muss mir mal eine Karte zeichnen. Schwimmen! Na komm, sehr gut. Gut, jetzt habe ich anscheinend eine Sonnenbrille oder so. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die auswählen denn. Ich weiß es nicht. Habe ich es jetzt? Ich habe sie anscheinend einfach auf. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt selber sehen könnte, was ich halt nicht kann, dann könnte ich jetzt sehen, dass ich eine Sonnenbrille auf habe. Antibiotika. Oh, cool. Flieg, Sticky! Okay, bringt mir jetzt auch nicht so viel mehr. Ach du Kacke, ist das geil. Ich glaube, ich muss hier ein paar Mal hin und her schwimmen nachher. Ich leg mir die Sachen mal drüben zum Boot. Ich muss, glaube ich, ein paar Mal hin und her mir Sachen. Ich kann ja auch schauen, ob ich mir Sachen ins Boot tun kann. Ich bin mir nur unsicher wegen diesen. Wegen diesem Map-Wechsel bleiben meine Sachen auf der anderen Seite. Und was ich mich auch frage, ist, wenn ich jetzt was ins Boot. Wenn ich jetzt was ins. Oh, die hat nicht mal mehr Solarpower. Also, die werde ich nicht wiederfinden. Das wird wohl die letzte sein. Und das bringt uns Richtung Motorboot. Komm her, du verkackter Delfin. Wollen wir es mal wagen? Ja, wir wagen das da. Ich werde gleich mal. Jetzt ist er schon wieder weg. Ich hatte gerade überlegt, einmal mit diesem kleinen Bötchen in seine Richtung zu schwimmen, um zu gucken, ob er da reinbeißt, ob er es kaputt macht. Wir probieren das mal aus. Aber erstmal safe und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis gleich.